So. Bist du eigentlich an Bord? Bin bei dir an Bord, aber ich gehe wieder raus, weil ich kriege die Gespräche sowieso nicht mit. Okay. Und ich hoffe nicht, dass du schon wieder das an Bord hast. Nö. Sieht so aus, als hätte Tarnis eure gesamten Waffenprojekte kombiniert und daraus etwas mit dem Decknamen Verwüster gebastelt. Anscheinend rüstet Angral jetzt seinen Schlachtkreuzer damit aus. Dann ist es kein Zufall, dass der Kontakt zu Agent Galen abgebrochen ist. Der Feind räumt unsere Waffenforschungsanlagen aus, um diesen Apparat zu bauen. Was ist mit Meister Orgis und Meisterin Kiwix? Haben die sich zurückgemeldet? Wir haben ihre Comms ausgeschaltet, als sie Coruscant verließen. Wir müssten bald von ihnen hören. Darth Angral darf diesen Verwüster nicht fertigstellen, was immer das auch ist. Ihr müsst mir helfen, das zu verhindern. Es ist äußerst wichtig, Nar Shaddaa zu sichern. Aber auf Taris gibt es ein ebenso kritisches Ziel. Was denn? Habt ihr auf Taris etwa noch eine Superwaffe, die ihr bisher nicht erwähnen wolltet? Ich sage lieber nichts mehr, bis ihr da seid. Ich kann nur eine Mission auf einmal ausführen, General. Was ist denn wichtiger, Nar Shaddaa zu sichern oder Taris? Nar Shaddaa stellt eine unmittelbare Bedrohung dar, aber Taris birgt den Schlüssel zu allem. Folgt einfach euren Jedi-Instinkten. Meldet euch bei mir, wenn ihr Taris oder Nar Shaddaa erreicht. Und viel Glück! Na toll. Hüterarmierung. Jetzt muss ich auch noch aussuchen, wo ich hinfliege. Na toll. Bist du mittlerweile in deinem Schiff? Jetzt bin ich gerade in meinem Schiff angekommen. Indem ich gemerkt habe, dass wenn ich mit deinem in die Luftschleuse gehe, dass ich dann praktisch wieder zu meinem Schiff zurückkommen kann. Oh, Tweak hat einen Auftrag für mich. So. Kann ich vielleicht mit meinem Druiden reden? Bereit für Abenteuer. Okay. Der hat nichts zu berichten. Was ist denn hier? Okay. Flugdeck. Intercom. Keine Ahnung, was man mit dem Intercom machen kann. Nichts. Stühle. Dann los, Partner. Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit. Okay, das ist ein. Komme ich nicht dran. Greife auf Sternenkarte zu. Raumschlacht. Typhon, Coruscant, Alderaan, Balmor, Corilla, Manan. Jetzt hier hin. Nascha da. Marke. Superwachenprojekt. Quash. Voss. Wahrnehmen. War der in einem Gespräch oder? Nee. Wo hast du die Taris. ganzen Aufträge angenommen? Am Intercom, glaube ich, oder an dem. Moment, kurz gucken. Da kommen. Taris.
Soll ich jetzt nach Taris oder? Weiß ich nicht. Ich habe das Problem, dass ich bei mir hier gerade nicht wirklich weiß, wo das Intercom war. Wo? Sieht dein Schiff genauso aus wie meins? Ähnlich, ja. Wenn du ins Cockpit gehst und dann links ist so eine republikanisches Flottenkommando steht da. Meinst Cockpit, da wo man diese Sternenkarte anwählen kann? Genau. Ah, das ist bei mir rechts. Ah, okay. Du sagst, es hat sogar ein Dings drüber, aber ich kann es nicht ab. Nicht wählbar für dieses Gespräch. Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade mit Trig geredet habe. Muss ich wahrscheinlich erst wieder raus. Ja, fliege auf jeden Fall schon mal vor. Ich fliege dann hinterher. Ich kann jetzt theoretisch die meisten Dinge mit meinem Dings auch. Und ich sehe sogar auf der Sternkarte, wo du gerade vor Anker liegst. Okay, ich fliege jetzt nach Taris. Es kostet doch Geld, oh mein Gott. Geld, ich bin bei null. Bist du nicht? Archäologie gemacht. So viel Archäologie gemacht. Glaube ich dir irgendwie nicht. Nee, nicht wirklich. General, ich bin auf Taris. Aber ich brauche auch viel mehr Platz. Ich habe jetzt irgendwie Zwischenzyklus. Welches große Geheimnis verschweigt ihr? Ich entschuldige mich für meine Verschwiegenheit, aber sie hat mit einer Person zu tun, die das Imperium nur zu gerne in die Finger bekäme. Angrads Sohn, Tarnis, war der leitende Wissenschaftler unserer modernen Waffenforschungsprojekte. Doch all die Technologien wurden von Dr. Nazan Godera erfunden. Dr. Godera ist ein Genie. Er berechnet im Kopf Zielalgorithmen, nur zum Spaß. Warum war ich auf Coruscant? Wenn er so besonders ist, warum hatte dann Tarnis das Sagen und nicht er? Dr. Godera hasst das Imperium. Er hasst es so sehr, dass er aus Protest alles hinwarf, nachdem die Republik den Vertrag von Coruscant unterzeichnet hatte. Er tauchte völlig unter. Wir fanden kürzlich heraus, dass er sich auf Taris versteckt. Doch wegen der Sümpfe, der räuberischen Kreaturen und der Stadtruinen können wir ihn nicht finden. Okay, jetzt hier, Taris wurde zerstört. Stadtruinen? Es gibt dort keine Bevölkerung? Haben euch eure Meister nie über den Jedi-Bürgerkrieg unterrichtet? Vor 300 Jahren gab es einen Konflikt zwischen zwei gefallenen Jedi namens Revan und Malak. Malak löschte Taris aus, in der Hoffnung, Revan zu töten. Milliarden Unschuldiger mussten sterben. Schaffte Malak es, Revan zu töten? Revan entkam der Zerstörung von Taris und vernichtete Malak schließlich. Bevor es endlich vorbei war, mussten jedoch viele sterben. Die Republik kolonisiert Taris neu. Vor kurzem haben wir Beweise dafür gefunden, dass sich unser vermisster Doktor seit Jahren dort aufhält. Unsere Aufklärung hat einen von Goderas Außenposten im Sumpf entdeckt. Vollständig automatisiert. Darin befinden sich nur Droiden und die kooperieren nicht. Woher wisst ihr, dass dieser Außenposten nicht jemand anderem gehört? Die Droiden verlangten Goderas Passwörter von uns. Sie arbeiten für ihn. Einige meiner Leute haben Taris nach weiteren Außenposten durchsucht. Die Überlebenden kamen mit leeren Händen zurück. Nach dem, was ihr auf Ort Mantell erfahren habt, brauchen wir das Fachwissen dieses Mannes. Mit euch haben wir die besten Chancen, Dr. Godera zu finden. Ich werde ihn lebendig zurückbringen, koste es, was es wolle. Ich habe ein kleines Team zur Überwachung des Außenpostens dort gelassen. Sie werden euch bei der Suche helfen. Ich übertrage die Außenpostenkoordinaten. Viel Glück. Basatra Ende. Okay, Sequenz ist vorbei. Also ich bin jetzt theoretisch bei dir da in der Nähe. Ich glaube, bei mir kann man das in diesem Gespräch nicht anwählen. Ich denke, ich müsste nochmal nach Coruscant. Ich suche es nur gerade und finde es nicht. Alderaan, Coruscant, da wäre es. Wie
Ja, aber wir können auch erstmal da bei dir weitermachen, weil ich habe jetzt da auch den Auftrag bekommen, einen Meister irgendwie zu heilen und zu machen. Ah, okay. Dann steigen wir jetzt beide aus und dann müssten wir uns eigentlich vor dem Luftschleusending treffen. Theoretisch schon, ja. Oh, das ist ja ein grün-grauer Planet. Bei dir auch? Ich bin noch nicht dort. Ich habe noch ein Ladescreen. Er kam bei mir erst nach dem Bild vom Planet. Achso, ja, da habe ich nicht so drauf geachtet jetzt. Oh, schönes Bild. Oh, wie wundervoll. So, ich bin da. Ich nicht. Okay. Bin mal gespannt, wo du aufploppst. Ja gut, ich gehe davon aus, dass wir beide in der Luftschleuse sind, aber in Parallelwelten und sobald wir dieses durch das Grüne verlassen, stehen wir nebeneinander. Was diese Ladescreens sind. Das ist nervig, ne? Ja, vor allen Dingen, weil es bei mir so lange dauert. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwann meinen Modem wegwerfen und ein schnelleres Internet. Das bringt dir nichts. Ja, ich gehe jetzt schon über die duale Einwahl vom Modem. Okay. Da wirst du mir angezeigt. Sag mal, warum bist du eigentlich Stufe 19? Das ist voll... Weil ich's drauf hab. Rosa. Aufzug zum Hangar des Jedi-Botschafters. App. So, wie komme ich darüber? Ich gehe schon bei mal mir vor. Bewegst du dich? Das ist richtig. Orbitalraumhafen. Sag mal. Bin in Orleis Raumhafen. Gerade. So, jetzt bin ich aus meinem Grünen raus. Ich komme hier entgegen. Ich bin eine Kugel um mich rum, aber gut. Habt ihr das gesehen? Ja. Da vorne ist ein Quest für mich. Für euch auch hier rechts? Ja. Und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Einen Moment bitte. Strom? Scanne. Bestätigt. Das ist sie. Willkommen auf Taris, Jedi. Verzeiht die Verzögerung, aber Gouverneurin Saresh bittet um eure Hilfe bei einigen Sicherheitsproblemen beim Wiederaufbauprojekt. Gouverneurin Saresh? Ich nehme die 2. Ja, von mir aus, aber trotzdem verheimlichen. Hat Gouverneurin Saresh hier das Kommando? Ja. Sie ist ordnungsgemäß vom Senat ernannte Aufsichtsgouverneurin für planetarische Angelegenheiten, wenn ihr es genau wissen wollt. Taris ist wesentlich gefährlicher, als ursprüngliche Berichte nahegelegt haben. Die Details sind außerhalb des Planeten nicht jedem bekannt, aber... Aber wir versuchen, einen Planeten wieder aufzubauen, der voll von giftigem Schrott und verseuchten, fleischfressenden Monstern ist. Und es funktioniert nicht. Gouverneurin Saresh hat bereits Pläne, um einige der Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Aber für deren Durchführung bedarf es fähiger Individuen. Individuen wie euch. Eins, zwei oder drei? Wer teilt? Nee, ablehnen nicht, aber woran hat sie gedacht? Ja. Und was genau hat Gouverneurin Saresh geplant, um die Lage zu entspannen? Sie wird die Details gerne persönlich mit euch besprechen. Ich werde sie informieren, dass sie mit euch rechnen kann. Hört sie einfach an. Ihr könnt hier eine ganze Menge ausrichten. Danke für eure Zeit. Da habt ihr recht. Wir können eine Menge ausrichten. Ob es jetzt gut und oder schlecht ist. Eine Menge verdienen, hey. So, ich gehe jetzt mal kurz zu dem Kerl hier. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Ich weiß, dass du einen weiblichen Charakter spielst, aber warum gehst du zu dem Kerl? Ist das ein Kerl? Nö. Wow.
Medipacks. Wahrscheinlich werde ich jetzt geschlagen von diversen Leuten, wenn ich Materialien verkaufe. Nur von mir. Das ist nicht schlimm. Ach, hier sind Schiffs-Upgrades. Energieschild. Raketen. So. Seht euch ruhig um. Gerne. Okay, hoffentlich wird das kein Ballerspiel mit dem Raumschiff. Asteroid. Ah, ja. Okay. Motor. Du kaufst jetzt nicht wirklich für dein Schiff ein, oder? Was? Nein, nein. DL3 Kern. Primärkern 18. Ich gucke gerade, was ich hier noch verkaufen oder umrüsten kann. Gar nicht so einfach. Motor 7 Zielgenauigkeit, 15 Ausdauer. Ja, ist der besser. Kern, der kann hier weg. Schildgenerator, haben wir einen Schildgenerator? Anpassung. Ah, 7,49. Ist der hier besser? So. Okay, jetzt habe ich mal Druiden ein bisschen verbessert. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Kann ich den ganzen Schlons hier verkaufen. Nebenhandschwert, Lichtschwert, ganzen Schrott, den ich hier noch so alles rumfliegen hatte. So, jetzt habe ich jedenfalls ein bisschen Platz. Bist du schon weiter? Indirekt. Okay.